Ich begrüße euch total recht herzlich zu Cobra 11, zu Cobra 11, die Autobahnpolizei. Im Interview Web-Talk-Show Daniel Rösner. Wir können alles zuschalten, das ist ein YouTube-Kanal, den wir zuschalten können. Ja, wir können eine Menge. Ich baue hier total um das Mi-Studio, Mai-Studio, das Studio für euch. Wir sind ja nicht nur Cobra 11, also ich bin so begeistert von Cobra 11. Ich habe ja auch diese Farbe ausgesucht, weil ich dann im Green Room auch arbeiten kann. Ich begrüße euch total und recht herzlich zur Sendung Cobra 11. Ihr seid total hier eingeladen, vorbeizukommen. Ihr müsst nicht, jetzt ist das Schöne, extra aufstehen und vorbeikommen. Nein, ihr könnt durch Google Plus, durch Google 360 Grad könnt ihr hier eintauchen, euch die Stars und Sternchen anschauen. Es steht überall dran, ihr braucht nur ranzoomen, wer das ist. Nils Körbin, Erdogan Atalay, mit Familie, Prashant, Jaiwal. Ach Alter, es sind so viele hier, kann ich jetzt nicht alle aufzählen, ich brauche nur dran fahren, ja, und dann schauen, ja, Melanie Scheidt ist drüben, zum Beispiel, ja, dann habe ich noch ein paar andere hier, aus RTL 2, aus RTL, aber ich bleibe jetzt mal bei Cobra 11, meine lieben Freunde, das Teil ist so super, das Geld ist wirklich klasse, ihr habt es klasse, also, die, die das tragen, können sich wohlfühlen. Also ich schwitze jetzt schon und wir haben Oktober und ich bin überhaupt noch nicht irgendwie oder was auch immer in Winterstimmung oder so, aber also die Teile sind super. Ja, sind super. Ich weiß nicht, ob er sowas trägt, weiß ich nicht. Er ist da im Interview und ihr seid jetzt hier bei mir. Also ich springe jetzt nur für ein paar Sekunden hier rein. Ich möchte euch total recht herzlich begrüßen. Wie gesagt, ich habe ja viele schon gezeigt, ich habe die Rückwand gezeigt. Jetzt zeige ich euch halt die Monitorecke, ja. Dann hier die Ecke, wo man dann sitzen kann anhand des Monitors. Ich habe jetzt viele Sachen, ihr seid hier jetzt total recht herzlich im Filmfotostudio hier bei mir. Wir können natürlich vieles hier machen für Newcomer, Detlef Scholzen zum Beispiel, RTL 2, krass Schule, ja. Ach, hier sind so viele. Ich habe auch gerade wieder Besuch gehabt aus der Welt des Theaters, ja, die mir dann sagten, dass die und diejenigen da immer noch arbeiten und unterwegs sind. Ihr sollt euch natürlich hier wohlfühlen, indem ihr hier eine sogenannte 360-Grad-Geschichte erlebt, wo ihr hier alles sehen könnt und auch lesen könnt. Ich habe alles ausgehangen. Ihr könnt da ranzoomen und lesen. Es steht alles zur Verfügung. Für kleines Geld. So, hier wird produziert. Ich habe gerade noch mit Nils Körbin als Helmut Freund gesprochen. Der ist heute mal wieder kräftig dabei. Ich habe auch gesagt, er möchte bitte Erdogan Atalay grüßen, also Semir Gökhan. Ich wollte nur sagen und mich bedanken, dass das wirklich angekommen ist, dass das wirklich ein tolles, also sind toll. Also macht Spaß, die Sachen zu tragen. Also ich bin sehr kritisch und ich bin sehr ehrlich, wenn mir was nicht gefällt, packe ich es ein, schicke es zurück, setze mich nicht vor der Kamera und mache Werbung. Aber, ne, wolle du Cobra 11 kaufen, gut, ne, so ungefähr, würde jetzt Prashant Jaiwal Wolle-Dose kaufen, ne? Hing er ja oben in der Werbewand als Meerjungfrau. Könnt ihr alles hier abrufen, die Bilder, ja? Ich könnte jetzt auch mal eine kleine Rundfahrt machen, ja, kann ich machen, komm mit. So, eine kleine Rundfahrt, da ist er, ne? Der Prashant Jaiwal mit Wolle-Dose kaufen, jetzt Kiezmische in der Dose probieren, Er durfte leider nicht allzu lange dran verweilen. So, ihr seid jetzt bei mir im Next to Me Studio, wir können hier eine Menge machen und wenn euch meine Glatze nicht gefällt, dann mache ich das so, ne? Dann bin ich da auch einer, ihr wisst schon, so ein Comedian, der da so dröge spricht, ja, da ist erstmal, da machen wir was, ne? Ja, aber
Das sind wir natürlich nicht. Wir sind AWR Movie Filmproduktion und Fotoproduktion. Da hinten kann man das also wunderbar schon lesen. Ja, Foto und Filmproduktion. Und ein Copyhaus und Film und Fotohaus. Ja, so About Me Studio für Künstler aller Sparten. Ja, Künstler helfen Künstler. Ja, wir machen hier so viel. Wir machen hier so viel, dass wir es auch verkaufen müssen. Ja, so jetzt verkaufe ich mich selber, aber ich möchte mich nicht verkaufen. Ich möchte einfach nur sagen, meine lieben Freunde, wer sowas mag, wer die Serie mag. Ich grüße natürlich auch die Ostfriesen, meine lieben Freunde. Ihr hängt wirklich da schon an der Wand. Die Ostfriesen auf der Bank. Das wird ja sicherlich eine lustige Geschichte. Also ich begrüße euch total und recht herzlich in Ostfriesland. Hier aus Nordrhein-Westfalen, NRW an der A40. Wenn ich weiß, welche Autobahn ich fahren muss, komme ich sicherlich bei euch mal an das Set, ganz bestimmt. Weil auch die Ostfriesen das große Glück hatten, ihn, Nils, nein, Dennis, ja, Daniel, Rösner, am Set kennenzulernen und zu umarmen, zu fotografieren und so weiter. Wir sind alle eine ganz große Familie. Wir Filmemacher, wir Foto, wir Videojournalisten, wir Fotojournalisten, wir halt, die halt da arbeiten, mit euch arbeiten, mit den großen Arbeiten, MMC-Studio in Köln, RTL in Luxemburg oder jetzt auch hier und so weiter und so fort. Natürlich gehöre ich wiederum zum WDR, ich bin deutsch und komme hier aus dieser Stadt, Dritter Hagen, WDR. Ja, ist halt so. Jetzt bin ich mal hier, ne? In Frohnhausen bin ich jetzt hier. Ich freue mich total recht herzlich, wenn ihr erscheint, wenn wir fachsimpeln, ja, wir machen ja Fotokopy, wir machen Scanprint, wir machen Color MB, also Schwarz-Weiß, wir machen eine Menge. Und die Sendung, die ich machen möchte, da möchte ich keine Werbung machen. Da muss ich mal gucken, wie ich die Kulisse da irgendwie hinkriege. Ne? Aber jedenfalls macht es Spaß. Also wir können hier gucken, unter uns, ne? Dann ist alles zu, dann sind wir unter uns. Und dann können wir da gucken. Ne? Dann können wir da fachsimpeln und so weiter. Wir können, ja, fachsimpeln. Ich kann es auch abfilmen, näher ran und so weiter. Ja, ihr seid halt im Filmfotostudio hier bei mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch sehen lasst, wenn wir mal fachsimpeln können, wenn ich auch Digitaldruck für euch machen darf. Jetzt kommt. Wir sind absolut Profis. Wir können leider nicht für null arbeiten. Das geht einfach nicht. Wir kriegen da höllischen Ärger. Mit dem Fiskus, wir kriegen höllischen Ärger mit der Stadt Essen. Das geht nicht, wir können also nicht für 0 Euro arbeiten. Das geht nicht. So, ich habe also auch mit Deleb schon korrespondiert und ich habe natürlich auch gerade noch mit Chris hier, beziehungsweise Nils, ich weiß nicht, wie ich auch Chris gerade kam, aber egal, mit Nils gesprochen. Also ich werde hier so Namensschilder drunter packen, ja, Nils, Kirwin, Actor und so weiter und dann, Atelei, ja, so drunter schreiben. Es wird schon sicherlich tolle Sache werden. Also ich müsste die Schwebekamera jetzt nehmen, damit das hier nicht so ist. Aber jetzt habe ich die Rollkamera. Ich rolle jetzt bis hier vorne, weil ich komme da nicht weiter. Wie gesagt, hier hängen die anderen. Wer ihn ja nicht kennt, hat Amerika verpennt. Da hängt er, der Atelei. Da ist RTL und da sind die anderen. Star Movie Kids zum Beispiel. Wie gesagt, der geht nicht. So, jetzt muss ich natürlich nachdenken, was ich mache. Ich möchte mich auf dem Wege nämlich mal bei Maya und bei Anita bedanken, die da immer so nachts durch die Gegend huschen. Die waren nämlich gestern in Recklinghausen. Da muss ich gucken, weiß ich gar nicht. Jedenfalls waren die da irgendwie unterwegs. Und da sagten die auch, da hat RTL-Action-Konzept gedreht. Da war auch Seemir, kam da raus und so weiter. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn man Drehorte besucht und dann noch vielleicht die Sequenzen, die da gedreht wurden, dann einblendet. Ja, also man ist vor Ort, man zeichnet das auf und dann machen wir hier so einen Greenshot und dann zeigen wir dann das Stück, wo die da rausgekommen wären, müsst ihr mir natürlich nur sagen, welche DVD es war. Dann ziehe ich das da und packe es hier rein. So wie jetzt auch natürlich stumm mit urheberrechtlichen Verweisen, ist klar.
So, diese Sendung ist urheberrechtlich geschützt, das ist richtig, weil Nils ist Nils und Erdogan ist Erdogan und Prashant ist Prashant und Detlef ist Detlef und so weiter und so fort. Ja. Ist halt so. So, jetzt bin ich wieder weg. Ich wollte euch nur zeigen, dass ich es wirklich bekommen habe. Ich hatte Erdogan angeschrieben und höflich gefragt, ob ich das Ganze einer Puppe anziehen darf. Dann würde ich hier nämlich so eine Schaufensterpuppe ankleiden und die dann mit Cobra 11 in die Ecke stellen. Ich besorge mir dann neu zum Anziehen, ankleiden. Aber wie ich die Kunden kenne, kaufen schon die Puppe mit allem weg. Die Schusswaffe ist dann auch weg. Ne? Wenn, dann würde ich da so eine 1,69 Meter Figur von Erdogan mir machen lassen und dann hier hinstellen mit Jacke an und drum und dran. Ich habe da so einen, der 3D anfertigen kann, Figuren. Sonst hätte ich diese Figuren von da oben auch nicht. Ich hatte nämlich gerade einen französischen Kunden, der halt diese Figuren in Frankreich haben will. Wir hatten ja halt französische Gegner, wir Deutschen. Ne? So, ich habe halt die Deutschen, die jetzt da oben stehen. Und ich kann ja jetzt auch die Franzosen besorgen mit Helm und so. Ja doch, einen Franzosen habe ich, das weiß ich. Das ist ein ganz berühmter Schauspieler, den ich habe. Ich weiß gar nicht, wie ich den hingestellt habe. Hat vielleicht der Kunde übersehen. Das hat der 100% übersehen. Ich weiß, dass ich den habe. Ja, ich weiß, dass ich den habe. Aber egal, ich habe auch Franzosen, ja. Oder könnt ihr Franzosen besorgen. Ja? Also, kein Thema. So, das war es auch schon. Kurz und bündig. Ariane Raspe darf ich nicht vergessen, um Gottes Willen. Ariane Raspe ist am Theater tätig, hier in der Stadt Essen. Ja, Ariane Raspe ist halt ein bisschen ruhiger im Moment. Sie war durch Stromberg sehr oft hier. Jetzt läuft aber kein Stromberg mehr und so weiter und so fort. Und sie ist halt bodenständig. Sie lebt auch im Sauerland, im Brilon. Ja? Hätte ich ihr gesagt, dass Cobra 11 da irgendwie und sie hätte Zeit und Lust und Laune, wäre sie sicherlich zum Drehort von Beswick gefahren, hätte sich das angeschaut oder so. Denn sie war ja auch einmal da als Komparse. Ja, also hat da so eine Rolle gespielt als schwangere Frau, die da gerettet werden musste. Ja, einige Kunden, die hier waren wirklich schon Komparsen und Statisten. 11, also bei Cobra 11. So, viele fragen mich, wie kann man da unterkommen? Diese Antwort kann ich nicht geben. Muss man mal versuchen, mal anschreiben, weil Pia ist ja jetzt auch einfach papp genommen worden. Pia war heute im kalten Wasser, ja, ob sie mehr drin war, weiß ich nicht, aber jedenfalls Pia kam da raus aus dem kalten Wasser und ja, sie drehen halt für 2020 und ich freue mich drauf und deswegen mache ich ja auch die Sendung. Wie gesagt, 2020 soll das ganze Jahr und wie gesagt, leider ist Rösner nicht mehr dabei, der Daniel, aber egal. Also wie gesagt, wir können das hier auf großem Bildschirm uns anschauen. Wenn wir privat sind, dann natürlich mit Ton. Jetzt ohne Ton, weil wir in der Öffentlichkeit sind. Wir haben keinen Fernseher, das ist ein Monitor. Der wird durch Google, ja, wir sind halt Google, wir gehören zu Google, wird mit einem Google Stream Verfahren dahin gebeamt, gestreamt. Ne? Ja, ich kann euch nur Google empfehlen. So, und damit ihr Cobra 11 seht, fahre ich mal die Kamera zurück. Cobra 11, Leute, diese Sweatshirts hier sind einfach super. Begrüße euch total recht herzlich. Lasst euch sehen, habt Spaß. Und Anita und Maya macht weiter so, in der Nacht unterwegs zu sein, um auf den Spuren von Cobra 11 uns zu zeigen. So, das kann ich dann vielleicht irgendwann mal anbinden. Dann sagt er mir an, wo das war, wie das war und welche Folge es war. Und wie gesagt, dann baue ich das hier ein oder streame es dann da oben. Dann nehme ich eine DVD und streame es da oben. Brauche ich nur ein DVD-Gerät anschalten oder einbauen. Dann können wir auch, ja, habe ich ja da im Notfall. Genau, so gute Idee. Baue ich dann nämlich noch ein DVD-Gerät ein. Und dann kann man dann senden, gucken und machen. Jetzt im Moment, wie gesagt, Firma Google 360. Und Google Plus, ja, aber die haben vieles eingestellt und deswegen werde ich am Samstag fragen, was da neu ist. Ich bedanke mich total recht herzlich dazu geschaut. Ich bedanke mich an auf Friesland, die Herren auf der Bank. Ihr hängt dann da hinten, ich denke mir was aus, dass wir dann etwas näher kommen, aber die Kamera wird euch sicherlich erfassen und ihr könnt sagen, wow, da sind wir ja. Ne? So,
ich arbeite jetzt weiter an dieser sogenannten Film- und Fotokulisse, wo wir hier arbeiten können, wo ich arbeiten kann. Ich freue mich wirklich, wenn ihr euch sehen lasst. Ich freue mich wirklich, wenn ich mich mit euch unterhalte, wirklich mit jedem. Ja, ihr tüst mich an, Gott sei Dank, ihr merkt, im Moment bin ich, werde ich nicht angetütert. Ihr hört keinen Ping, Ping, Ping. Ne, dann ist ja immer hier, kriege ich dann immer hier so. Ne? Zum ersten Mal kann ich hier fröhlich locker sprechen. Keiner callt mich an. Das finde ich auch super. Also seid hier im absoluten Fanclub. Und Prashant, wohlgemerkt. Cobra 11. Und natürlich Detlef Scholzen mit Krass Schule. Ja, die reichen jetzt erstmal. Und die anderen, die hier waren, ja, auch Detlef Schulz, der Zahnarzt mit seiner Dentalmission. Ich bin dein Zahnarzt. Und so weiter. Also wie gesagt, ihr dürft euch hier umschauen. Ja, Star Wars ist klar, aber Star Wars klingt aus, wird halt nicht mehr so in den Vordergrund geparkt wie sonst. So, ja, das war's dann auch schon. Danke fürs Zuschauen.